Was geht ab YouTube? Tactics ist wieder back am Start mit einem erneuten GTA 5 Video. Und zwar habe ich heute wieder ein paar Missionen rausgesucht, die ich euch zeige, wo ihr viel RP und Money bekommen könnt, weil viele haben mich gefragt, wie man viel RP bekommen kann und alles. Und also mit Missionen haben die mich gefragt. Und dann habe ich mir wieder ein paar Missionen rausgesucht, die schon länger auf diesem Kanal sind, sollten diese Missionen schon kennen. Ansonsten habe ich heute 3 Missionen. Ich zeige jetzt eine um 2 Uhr, dann um 4 Uhr und heute Abend um 8 Uhr nochmal. Wenn ihr Lust habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich würde mich auch wieder auf 70 oder 60 oder 70 Likes freuen. Auf jeden Fall wäre cool. Und ansonsten kommen wir jetzt erstmal zum Intro und danach das Video. Viel Spaß! Was ihr für den heutigen Glitch machen müsst, ist wieder ganz einfach, wie immer. Ihr startet die Mission, das ist jetzt ein bisschen peinlich, ihr startet die Mission, ich guck schnell nach. Auf jeden Fall startet ihr die Mission, fahrt dann zu diesem Platz, zu diesem Parkplatz, ne, da die Mission heißt Radikalkur 2, jetzt habe ich es mir nämlich aufgeschrieben extra. Radikalkur 2 heißt die Mission, also ihr braucht nicht fragen. Und was ihr da macht, ihr begebt euch zu diesem Parkplatz, vorher bestellt ihr euch aber einen Panzer, fahrt zum Panzer, wie ich das hier gemacht habe, und mit dem Panzer fahrt ihr dann dahin. Das hat nämlich den Grund, wenn ihr beim Wagen seid und das gemacht habt, was ihr machen müsst, könnt ihr keinen Panzer mehr bestellen, weil Pegasus dann die ganzen Fahrzeuge wieder zurückruft. Also bestellt euch erstmal den Panzer, fahrt mit dem Panzer dann zu diesem Parkplatz. Und ja, wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da, ne? Ist noch nicht vorbei hier, aber ihr habt es auch schon gesehen, ich habe wieder mein Intro wieder zurück. Und da steht nicht mehr Intro, ich fand das vorherige Intro ein bisschen cooler, wo nur Intro stand. Aber naja, ihr habt das Intro wieder zurück, viele haben sich das gewünscht und ich habe mich nochmal drum gekümmert. Und auf jeden Fall, wenn ihr dann beim Parkplatz seid, versteigt ihr in diesen gelben Wagen hier, fahrt den hier in die Ecke kurz. Das hat nämlich den Grund, weil ihr den nicht zerstören dürft, weil ihr den später abgeben müsst. Und die ganzen anderen Fahrzeuge lasst ihr dann explodieren. Und mit dem Panzer könnt ihr dann die ganze Zeit diese Bullen abschießen. Hat den Grund, dass ihr dann ganz viel RP bekommt. Wenn ihr es dann irgendwie 10 Minuten lang gemacht habt, ruft ihr Lester an, lasst die Cops verschwinden. Und ich bin noch ein bisschen erkältet, ihr merkt es bestimmt. Ich muss ab und zu husten. Auf jeden Fall lasst ihr dann die Bullen verschwinden, gebt dann das Fahrzeug wieder ab und bekommt dann irgendwie, ich habe hier 14.000 bekommen. Ne, 15.000, richtig viel RP. Hier 7.000 RP, das ist echt unnormal viel. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen da, würde mich freuen. Ein Abo da lassen, würde mich auch freuen. Und ansonsten sehen wir uns in dem nächsten Video. Dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.